Guten Tag und willkommen in Spielberg auf einer Strecke, auf der in verschiedensten Varianten jeder Grand Prix von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Aber hier, auf dieser Strecke, verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel-1-Sieg für Penske holte. Wenn überhaupt, steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. George Russell war im gestrigen Qualifying sehr gut und startete das heutige Rennen von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Sainz, Norris, Charles Leclerc und Perez, Ocon, Ricardo, Gasly und Kevin Magnussen. Die einzig wahre Bottas, Fernando Alonso und Albon, Tsunoda, Vettel, Lance Stroll und Felipe Drugovic. Latifi, Mick Schumacher, Joe, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Und Max Verstappen macht die Startaufstellung komplett. Also dann, es wird Zeit, wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Und damit herzlich willkommen zurück zur F1 22, meine Teamkarriere hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Startposition 11, richtig, richtig gute Ausgangslage. Und das dank eines, ja, sehr interessanten Sprintrennens. Also wer es verpasst hat, gestern erschien nicht nur ein Qualifying, sondern natürlich auch das Sprintrennen hier von Österreich. Oder was heißt hier natürlich, ich selber habe sogar vergessen, dass ein Sprintwochenende ist, aber... Ich habe es dann gemerkt und es war auch sehr gut, dass es das so war, denn das Qualifying war okay, Position 17, P16 war drin, also Q2, aber trotzdem P17 war eine super Ausgangslage, Start war ein bisschen durchwachsen im Sprint, das Rennen selber dann, aber war sehr gut, also wir sind gut nach vorne gekommen. Man muss aber dazu sagen, dass die Konkurrenz sehr, sehr aggressiv an die Sache rangegangen ist. Nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen uns. Zum Glück haben wir es überlebt. Sie gegeneinander haben es nicht so unbedingt überlebt. Aber ja, am Ende des Tages hat es uns auf P11 befördert. Super Ausgangslage, ich wiederhole mich da nochmal. Wird natürlich jetzt im Hauptrennen interessant sein, ob wir da die Position halten können oder uns mehr nach hinten konzentrieren müssen. Ich meine, unsere direkten Konkurrenten sind jetzt nicht so weit weg, ne? Magnussen rechts vor uns, klar, nominell schon etwas schneller im Haas, aber hinter uns Bottas, der Alfa Romeo ist jetzt nicht so weit weg von unserem PXH-Boliden. Auch Alex ist nicht so weit weg im Williams, die Aston Martins sind jetzt auch nicht so weit weg. Also das ist schon, also so die direkte Konkurrenz ist schon so ein bisschen auch bei uns. Vielleicht ein bisschen überperformt, so gesehen, was das Ergebnis betrifft. Aber wir schauen einfach mal. Ich will gar nicht lange schnacken, dich gar nicht lange vom Rennen oder von der Rennaction abhalten. Wir gehen ganz kurz ins, in die Strategie rein. Und wir sehen auch wieder, wie beim Sprintrennen, ein kleines Regenwölkchen am Ende. Es kann natürlich wieder sein, dass es gar nicht regnet. Wir gehen das Ganze einfach ganz normal an, wie wenn es ein Trockenrennen wäre. Sollte es am Ende regnen und wir wirklich auf Inters gehen müssen, dann ist es so. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja? Dann sind wir auf jeden Fall für alles gewappnet. So, Sprit würde ich sagen, können wir ein bisschen weniger mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wir so viel brauchen. Das passt, glaube ich, soweit. Und dann, wie schon gesagt, gehen wir jetzt rein ins Rennen, beziehungsweise erstmal in die Einführungsrunde. So, starten mit Mediums ist natürlich immer so eine gewisse Schwierigkeit. Wir gucken einfach mal, wie wir das dann gleich hinbekommen. Vielleicht nutzen wir diesmal am Start auch ein bisschen mehr Diff. Das habe ich beim Sprintrennen nicht gemacht. Das kann vielleicht helfen. Schauen wir einfach mal. Wichtig wird dann natürlich sein, die ersten Kurven, die ersten Runden ohne großen Unfall zu überleben. Also ein Fahrzeugschaden wäre natürlich schon ein Performance-Killer. Und seien wir ganz ehrlich, ja, wir haben aktuell das drittschlechteste Fahrzeug im Grid. Und dann brauchen wir aber halt ein intaktes Fahrzeug, um überhaupt eine Chance zu haben. Sobald wir natürlich unser Fahrzeug geschwächt haben durch einen Flügelschaden oder Unterbodenschaden oder sonst was, dann wird das natürlich eine ziemlich, ziemlich zähe Angelegenheit. Aber ich will es nicht verschreien, ich will es einfach nur nochmal erwähnt haben, dass das alles gar keine Selbstverständlichkeit ist, hier vorne zu sein. Dennoch nehmen wir
den positiven Vibe von, beziehungsweise Hype, kann man schon fast sagen, von Silverstone mit. Das war ein sehr, sehr geiles Rennen und ich will einfach genauso weitermachen. Positiv bleiben, kämpfen, gucken, was geht. So oder so ist die Alpha-Runde auch schon wieder vorbei hier. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung beim großen Preis von Österreich in unserer F1 22 My-Team-Karriere mit unserem PXR Racing Formula One-Team. Es wird wild, es wird geil. Red Bull Ring, einfach geile Strecke. Geile Location hier in Österreich. Okay, incredible parking there. Nice one. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts. Guter Start, wie ich finde. Also ich will nicht meckern. Viel besser kriege ich es, glaube ich, nicht hin gegenüber der KI mit diesem MyTeam-Auto. Position gehalten. Können vielleicht sogar hier einen Angriff innen rein mal versuchen. Sich zumindest mal zeigen. Eben ein bisschen auf die Curbs gedrückt, sage ich jetzt einfach mal. Oder eben nicht groß viel Wahl gelassen. Und eine Position gewonnen. Nice! Komm, konzentriert bleiben. Es wird schwer genug, jetzt da vorne dran zu bleiben, seien wir ehrlich. Aber es wäre ein Versuch wert. Wir haben ja quasi mehr oder weniger Heimrennen für unseren Motor. Wir haben ja zwar einen Honda-Motor, klar, ist japanisch, aber... Im Spiel heißt ja noch Red Bull Powertrain und das ist natürlich die Heimstrecke von Red Bull, also das beflügelt uns doch jetzt vielleicht ein bisschen. Keine Werbung an dieser Stelle. Okay, was macht bitte? Magnus, ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst bekommen. Wenn Magnus da so reingeift ist. Ich zeig ja, die sind super aggressiv hier. Nicht halten. Das ist jetzt auch innen, deswegen lassen wir ihm den Platz. Aber trotzdem, weil wir ihn gestritten haben, konnten wir uns da noch mit dazu gesellen. Sehr geil. Mit Ocon kennen wir uns ja jetzt aus. So. Ja, geile Startphase. Fahrzeug fühlt sich aber auch echt direkt sehr geil an, aber vielleicht hat einfach auch schon ein bisschen dieses Fahren im Sprintrennen mit mehr oder weniger diesen Bedingungen geholfen. Klar sind wir jetzt noch mal ein bisschen schwerer unterwegs, aber trotzdem fühle mich echt wohl gerade im Fahrzeug. Aber generell, unser Auto ist halt einfach so viel geiler zu fahren als das Auto, was wir in unserer ersten Saison noch mit dem Renault-Motor hatten. Jetzt eben mit dem Honda-Red Bull Powertrain irgendwie... ist das Auto einfach geiler. Was halt nicht so geil ist, tatsächlich, ist der Long Run im Sinne von Reifenabrieb und Spritverbrauch. Das ist das Auto gerade noch nicht so geil, aber da versuchen wir jetzt einfach zu entwickeln. Ich meine, wir sind jetzt bei der Saisonhalbzeit unserer neuen ersten Saison und ja, jetzt legen wir die Grundsteine und mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich bin da sehr positiv. Und auch wenn noch nicht alles gelingt, ja, wie in Silverstone, wenn mal alles zusammenkommt, im positiven Sinne, dann kann da richtig was gehen. Und genau, das hätte nicht passieren dürfen, da innen drauf. Das war ein bisschen, der Körper ist höher, als man denkt. Aber egal, weiter geht's. Kleiner Fehler kann passieren. Nichts verloren. Ein bisschen dran. Und vielleicht ist es sogar gar nicht verkehrt, Gasly vor uns zu haben, der uns dann vielleicht ein bisschen besser ziehen kann. Aber jetzt Konzentration, komm. Fokus. Schnell ist bitte Magnussen. Gefährlich, der verbremst sich, aber ich habe die Lücke gesehen und ich habe sie genutzt. Sowas ist auch schon schief gegangen, wenn sich der Vordermann verbremst hat. Das ist nur das Problem, jetzt haben wir natürlich Ocon verloren, so gesehen. Das war verbremst, aber mal klassisch von mir.
Ah, Ray, komm. Kein Scheiß. Da außen hat man keinen Grip, deswegen muss ich jetzt ganz langsam da fahren. Jetzt gucken wir mal. Der Haas ist auf jeden Fall ein gutes Stückchen schneller als unser Bolide, aber ich glaube, der ist auf jeden Fall aber in dem Bereich, dass wir vielleicht mit DRS dranbleiben können. Vielleicht können wir uns jetzt dadurch auch ein bisschen mitziehen lassen. Guck mal, wo Alex ist. Alter, der im Williams, im schlechtesten Fahrzeug. Der Typ ist einfach crazy, ey, ich sag's euch. Also von wegen, ich will keinen hören. Du bist viel zu weit vorne für dein Fahrzeug. Ja, guck mal, wo Alex ist im Williams. Und guck mal, wo die Aston Martins sind. Die sind direkt dahinter. In dem Trüppchen, also. Holla! Okay, komm. Krass, wie er aus Kurve 3 raus beschleunigt. Den Grip habe ich nicht. Ich darf mich echt nicht verleiten lassen, dem Rennen zu versuchen, genauso schnell raus zu beschleunigen in der Kurve. Wie die Herrschaften hier. Das wird nicht gelingen. Und wie schnell ist Alex jetzt wieder an uns rangekommen? Also manchmal glaube ich, das geht nicht so mit rechten Dingen zu bei dem Williams. Ganz schön pushen, um dran zu bleiben. Trotz DRS und allem. Ein Reifenabrieb ziemlich gleichmäßig, schon mal sehr gut. Also Kurve 3 ist echt mit die gefährlichste Kurve hier. Da hast du immer die Gefahr, dass du dich wegdrehst. Und das sogar noch im vierten Gang oder so. Das ist echt krass, wie uneben das da ist und wie viel wenig Grip einfach das Auto da hat. Obwohl das Setup ja extra für solche Sachen ausgelegt ist, aber trotzdem ist es echt wild. Tut mich gerade echt schwer, da dran zu bleiben. Ich sag's, wie es ist. Ich find's echt krass, wie Alex hier wieder unterwegs ist. Ja, Gasly, mach mal ein bisschen Druck auf Alex, der ist mir zu schnell da hinten. Na gut, man darf halt nicht verkennen, die Williams sind verdammt schnell auf den Geraden. Und das hilft natürlich extrem hier in Österreich, weil gefühlt bestehen die Strecken aus nur aus drei richtig langen Geraden und ein paar wenigen Kurven. Wenn du dann natürlich eine gute Topspeed hast, dann hilft das natürlich extrem. Na klar, wir müssen auf jeden Fall Reifenabrieb, Spritverbrauch entwickeln, dass wir einfach schon gut auf Longruns sind, auch leichter starten können, weil wir einfach nicht so viel Sprit brauchen. Aber natürlich, klar, Luftwiderstand entsprechend verbessern, beziehungsweise den natürlich reduzieren, ist natürlich auch ein guter Weg, weil dann brauchen wir wenig Motopower und alles. Können dann trotzdem mehr Aero fahren und verlieren halt dann nicht in der Topspeed. Ich denke, das ist das, was der Williams wahrscheinlich sehr gut kann. Dass er halt sehr wenig Luftwiderstand hat und deswegen erreicht er diese guten Topspeed-Werte. Ich meine, das muss ja auch der Alpine haben, ne? Also der Alpine, der Renault-Motor ist ja richtig schlecht. Und trotzdem haben die so unglaublich viel Topspeed.
Aber ich will mich nicht beschweren. Unsere Autos sind sehr, da wo es ist, sehr gut ausgewogen. Also wir haben jetzt keine so krasse Schwäche. Wie gesagt, Reifenabrieb ist vielleicht nicht ganz geil, aber ich denke, mit meinem etwas runden Fahrstil kann ich da so ein bisschen entgegensteuern und dann passt es schon. Ich denke eher, mein Teamkollege Drukovic wird sich da über lange Distanz schwer tun, aber okay. So, Alex außerhalb des DRS-Fensters, das ist sehr gut. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt, uns ein bisschen von der Gruppe da hinten zu distanzieren. Aktuell kann ja auch ganz gut ERS ansparen hinter Magnussen. Du sollst jetzt nicht Kampflinie fahren, du sollst einfach fahren und nicht ziehen. Zum virtuellen Abschleppseil am besten. Jetzt ist nämlich Alex wieder dran. Das war ja jetzt nicht der Plan. Das Ding ist, ich kann definitiv nicht schneller als Magnussen derzeit fahren. Also ohne DS wäre ich chancenlos. Deswegen würde ich ganz gern einfach taktisch die Sache angehen und einfach versuchen, hinten dran zu bleiben erstmal und dann gucken, wie es sich weiterentwickelt. Ich kann natürlich schon mal versuchen, vorbeizugehen, gucken, ob wir es schaffen, uns tatsächlich zu distanzieren oder nicht. Ich denke aber eher nicht. Probieren wir es einfach mal. Ist noch innen. Vorsicht. Das Ding ist, ich müsste halt es schaffen, ihn aus dem DRS-Fenster rauszufahren. Und selbst dann glaube ich, dass er es aber jederzeit wieder schafft, reinzufahren. Aber wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen mit der Clean Air, ob wir da ganz gut rumkommen oder nicht. Fast den kompletten ERS-Speicher verballert dafür, aber jetzt gucken wir mal, ob wir es schaffen, außerhalb dieser Sekunde zu bleiben. Oder nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Ich krieg den vorletzte Kurve gerade nicht hin. Was ich halt hier verliere, in dieser Kurve 3, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach so crazy. Nee, ich schaff's nicht. Also nicht, wenn ich jetzt nicht ERS ausgib ohne Ende. Aufpassen. So, Runde 16 gehen wir rein. Streifen.
kommen langsam in die kritische Phase. Ich habe das Gefühl, dass die Konkurrenz ein bisschen später reinbremsen kann in die Kurve, aber das schaffe ich nicht, ohne in den Lockup zu kommen. Und sie kann halt, wie gesagt, einfach hier viel krasser rausbeschleunigen. Aber viel schneller als das, was ich jetzt hier gemacht habe, geht einfach nicht. Wirklich nicht. Weil dann drehe ich mich weg, unter Garantie. Aber gut, wir müssen uns da auch nicht verrückt machen. Das hat nichts damit zu tun mit fahrischem Können oder so. Die KI hat einfach eine ganz andere Fahrphysik. Ja, das ist einfach Fakt. Und das MyTeam-Karriere-Auto ist halt auch in manchen Belangen ein bisschen komisch. Deswegen ist das Starten auch so schwierig gegen die. Ich sag's, wie es ist. Es liegt an MyTeam-Karriere-Auto. Weil im Multiplayer, ey, da mache ich mit die besten Starts. Ne? Also gegen die anderen menschlichen Spieler. Oder auch wenn ich ein normales Auto habe, was hier im Spiel gibt, da ist es viel einfacher, gegen die KI zu starten. Aber die KI, die startet einfach so crazy. Ich meine, das Rennen oder Rennstart war diesmal gut. Aber dass ich jetzt quasi einen besseren Start habe als die, keine Chance in dem Auto. Niemals. Jetzt ist er dann dran im DRS. Jetzt wird er dann wieder extrem aufholen. Dass ich hier noch vielleicht vorne bleibe. Einmal mit Clean Air hier durch den Kurvenabschnitt durchkommen. Aber es ist keine Schande. Also der Haas ist nominell her auch stärker noch. Also alles cool. Ist ja aber schön, dass wir uns so gefühlt von Rennen zu Rennen mehr an die Mittelfeldteams rankämpfen. Ich werde jetzt da auch nicht groß kämpfen dagegen. Vorbei und dann versuche ich wieder mich mit DRS hinter ihm quasi zu halten und dann mit mein ERS ein bisschen auftanken. Das passt schon. Tire condition still looking good. Ja, natürlich muss er sich jetzt verbremsen. Aber ich glaube, das Auto hat nichts schadentechnisch abbekommen. Trotzdem jetzt ungünstig, weil das mich natürlich den kompletten Schwung gekostet hat. Und das ist das Schlimmste, finde ich, was passieren kann in dem F1-Titel. Wenn du quasi von gefühlt null anfahren musst, weil du einfach gar keinen mechanischen Grip hast, gefühlt. Was nebenbei erwähnt völliger Bullshit ist, ne? Aber letztens wieder einen Bericht gesehen, wo sie so Telemetriedaten gecheckt haben und so weiter von den aktuellen Boliden. Die aktuellen Boliden haben unmenschlich mechanischen Grip unten raus. Weil die einfach riesen fette Reifen haben und ja, von der ganzen Konstruktion her halt. Das sind riesen Oschis, diese Autos. Also, aber egal. Wir nehmen es an, wie es ist, ne? Die Runde Box. Um uns da vielleicht noch ein bisschen ranzukämpfen. Dass wir da nicht unnötig eine Position vielleicht verlieren, sondern zumindest mal da bleiben, wo wir gerade sind. Geil. Ist gut, dass wir jetzt in die Box gehen. Glaube ich, der genau richtige Zeitpunkt. Ein bisschen zu vorsichtig rein, egal. Hauptsache keine Strafe. Geil. Bei Haas lief es nicht so gut, glaube ich. Was für einen Vorsprung wir jetzt da haben.
Und ein DRS. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Jo. Und kein Grip nehme ich aber nicht so gerne mit. Alter, das Ding hat ja gar nicht gebremst gerade. Das war jetzt nicht so geil. Und mit den Harten habe ich halt gar keine Erfahrung. Das ist zum ersten Mal, dass wir die Harten fahren an dem Wochenende. Ich hoffe doch, dass sie jetzt gleich funktionieren hier. Jetzt habe ich diese abgefahrenen Mediums. Okay, also, wir sind da geblieben, wo wir waren, beziehungsweise haben jetzt durch den Boxenstopp oder beziehungsweise durch einen schlechten Boxenstopp von der Haas Crew die Position gegen Magnussen wieder gewonnen. Das Ding ist halt, wollen wir nicht drüber reden, Magnus und Gasly und ihr ganze Trupp dahinter wird schneller sein. Sprich, wir gucken jetzt einfach mal, dass wir einfach clean die nächsten Runden fahren können. Nicht unnötig was riskieren, wenn Magnussen wieder gleich im DRS-Fenster ist, was er jetzt sogar schon ist. Dann wird er natürlich wieder rankommen, wieder vorbeigehen, aber wir sollten gucken, dass wir da nicht durchgereicht werden. Dass wir es vielleicht schaffen, hinter Magnussen uns zu halten. Und dann eben Position 10 zu halten. Wenn Wasser schwierig sein wird, weil Gasly natürlich im Alpha Tauri verdammt schnell sein wird. Aber mit DRS, dann sollte es vielleicht möglich sein. Okay, so we're leading our teammate by 14.7 seconds. Ansonsten läuft das Rennen sehr, sehr gut. Jetzt einfach so weitermachen. Wir sind jetzt bei Rennhalbzeit, also haben noch eine schöne Distanz und es könnte ja noch regnen kommen. Das dürfen wir nicht ganz aus dem Kopf verbannen. Aber wenn, dann erst ganz am Ende. So. Dann bleiben wir noch vorne. Okay, doch früher als gedacht, also dann ist Regen sogar wahrscheinlich. Wenn es in 10 Minuten kommt, das ist es auf jeden Fall noch hier am Rennen. Na, schauen wir mal. Wird spannend. Aber auch gar keine Ahnung, wie wir im Regen performen. Ich gehe sogar davon aus, dass wir, wenn der Regen beginnt, erstmal Probleme haben werden. Weil woher will ich wissen, wo das Limit ist im Regen? Alex halt auch weiterhin da drin. Also Alex ist schon krass in dem Game, ne? Also was der da aus dem Williams rauskitzelt. Na klar, der macht's ähnlich dann wie ich. Der zieht sich halt einfach schön mit DRS da immer schön mit. Ist natürlich gerade auf der Strecke schon ultra mächtig. Aber trotzdem muss man da erstmal sein. Aber umso mehr ist es dann für mich halt auch, ja, die Ansage zu sagen, okay, das ist aber dann halt auch mein Ziel, mindestens genauso gut zu performen, wenn nicht sogar besser. Gelben Dings da zwischendrin hat. Muss ich gerne mal ein bisschen wegdrehen. Gerade auch hier in Kurve 3 halt mal wieder. Kurve 3 ist aber so eine Chaos-Kurve hier in Österreich. Da musst du so aufpassen, dass du keine Fehler machst. Dann gehe ich hier gar kein Risiko. Lieber verliere ich da ein, zwei Zehntel im schlimmsten Fall, wie ich mich wegdrehe oder sonst was.
Alpine is just ahead of you. Hey, du kannst nicht auf den Curbs links anbremsen, das geht nicht. Ich hab's jetzt gerade mal probiert, geht nicht. Direkt Lockup gehabt, weil die KI macht es ja, aber es geht nicht. Also ich kann's nicht. Kurve 1 geht's, da kannst du sogar leicht daneben sogar noch fahren, also den Curb quasi sogar fast zwischen die Räder nehmen. Und natürlich trotzdem on track bleiben, das ist natürlich ganz wichtig. Aber manche Curbs kannst du vergessen, drauf anzubremsen. Und direkt ein Lockup rein. Vielleicht auch mit ein Grund, warum die besser durch Kurve 3 kommen, weil sie halt einfach diesen halben Meter mehr Platz außen mitnehmen. Ja, hier kannst du ein bisschen sogar auf den Astroturf fahren, das geht. Aber da vorne Kurve 3 auf dem Körper anbremsen. No. Vielleicht mit ABS, aber das haben wir natürlich nicht. Jetzt ist Gasly vorbei. Gasly wird natürlich nochmal um einiges schneller sein als Magnussen. Ich glaube, das wird jetzt nicht lange dauern. Dann wird er da an uns dran sein. Oh, guck mal, Verstappen kommt auch von hinten. Klar, der hat ja einen Unfall oder irgendwas gehabt im Sprintrennen, deswegen war er da hinten. Aber klar, dass der sich über lang oder kurz da nach vorne kämpft. Ganz vergessen. Klar, irgendwo müssen ja schnelle Leute da hinten sein, sonst geht es ja nicht auf, dass hier Williams und Co. irgendwie da im Mittelfeld mit dabei sind. Bei der Alpha Tauri dürfte nicht ganz so viel Topspeed, glaube ich, haben. Also vielleicht zu verteidigen das Ganze. Ich glaube, Gasly hat jetzt ein Problem. Okay, das ist natürlich jetzt Glück. Das ist genau der, der jetzt hier am meisten Druck gemacht hat. Direkt ein Problem bekommt. Jetzt haben wir Verstappen, das ist nicht besser. Das ist jetzt nicht besser. Problem ist bei Verstappen, wissen wir, wenn der vorbei ist, da werde ich mich jetzt auch nicht mitziehen lassen können. Aber gut, wir konzentrieren uns weiterhin auf uns. Vorne gucken wir mal. Okay, gap ahead is 14.1 seconds. Ich glaube, Verstappen hat einen Unfall oder was gehabt. Der geht in die Box. Da gab es auf jeden Fall eine Berührung. Ich dachte nämlich gerade, er verliert sogar Zeit aktuell. Das ist nicht normal. Das ist natürlich jetzt für uns auch wieder glücklich. Also da gab es so einen Unfall. Und jetzt haben wir auch einen guten Puffer auf Magnussen. Sprich, das schafft er nicht so einfach zuzufahren. Ey, das ist eine super Ausgangslage. Wir könnten hier tatsächlich, wenn ich jetzt echt keine Scheiße baue und das Wetter uns ein bisschen gnädig ist, könnten wir hier tatsächlich nochmals 2 Punkte mitnehmen. Oh, das wäre so geil. Aber komm, dazu müssen wir jetzt erstmal noch was leisten. Deswegen konzentriert weitermachen. Dunkle Wölkchen sehen wir, aber noch nicht so, dass es jetzt gleich regnet.
genau das gleiche. Okay, also auf den Curbs anbremsen lasse ich jetzt einfach, es bringt nichts. Manchmal gelingt es und manchmal hast du diesen Lockup und der Lockup kostet so viel Zeit. Okay, jetzt dauert es doch wieder länger. Ja, es kann gut sein, dass es wie beim Sprintrennen ist, dass gar kein Regen kommt. Was aber, glaube ich, sogar ganz gut wäre, weil ich glaube, Regen würde uns jetzt eher ein Nachteil sein. Manchmal ist ja so ein Wetterumschwung ganz gut, wegen Chaos und so. Und da profitiert man ja so als Hinterbänkler-Team immer ganz gut davon. Aber ich glaube, wenn du jetzt mal in so einer guten Position bist, gehe ich eher davon aus, dass wir eher verlieren anstatt gewinnen. Und wie schon gesagt, ich weiß gar nicht, wo das Limit ist, wenn es jetzt hier regnet. Das heißt, es wird erstmal ein paar Runden dauern, bis ich da das Limit rausgefunden habe. Und natürlich werde ich nicht überpacen, wenn es regnet, sondern eher underpacen, wenn man das so nennen darf, um einfach nicht abzufliegen. Und deswegen ist es sehr schwierig, das Limit dann direkt rauszufinden. Ich muss jetzt trotzdem gucken, dass ich mich, auch wenn ich jetzt aktuell natürlich nichts um mich rum passiert, muss ich trotzdem gucken, dass ich mich pushe und gar keinen Zweifel aufkommen lasse, dass der Magnus nochmal rankommt. Gap to your teammate behind is 12.3 seconds. Wer weiß, vielleicht macht ja Bottas nochmal ein bisschen Druck, weil ich denke mal, wenn die beiden kämpfen, dann kostet es richtig Zeit und das würde mir wieder in Karten spielen. Ach nee, nicht wirklich jetzt, oder? Ja, man merkt schon, das Auto dreht nicht mehr so ganz geil hoch. Ach, ey, es ist doch echt zum... Manchmal hasse ich es, da hinten zu sein. Komm, reiß dich zusammen, Motor. Reiß dich mal zusammen jetzt. Scheint es okay zu sein. Komm, Magnussen, Bottas, beschäftigt Magnussen mal ein bisschen. Da geht es schließlich auch noch um einen Punkt. Vielleicht auch noch Placebo. Aber ich habe echt gerade das Gefühl gehabt, dass das Auto gerade nicht mehr so geil hochdreht. Aber ja, vielleicht Placebo. Egal, lassen wir uns davon nicht irritieren. Wir fahren jetzt einfach unser Ding. Wir können eh nichts dran ändern. Aktuell bleibt der Abstand ganz gut. Aber wie gesagt, ich glaube, die kämpfen auch ein bisschen. Ja, manchmal muss man halt das Glück auch ein bisschen haben. Wie schon gesagt, wenn alles zusammenkommt und das im positiven Sinne, dann können auch wir dieses Ergebnis einfahren. Seien wir mal ehrlich, da wo wir aktuell stehen, wäre selbst Platz 12, 13, 14 ein gutes Ergebnis. Aber natürlich Platz 9 oder 10. Das ist natürlich umso süßer, weil dafür gibt es mehr Punkte. Halt doch die Klappe jetzt! Ich will sowas gar nicht hören. Das kannst du deinem sonstigen Ingenieur-Club-Techniker erzählen, aber nicht jetzt mir.
Aber Ray, du bist doch der Chef von allem. Du bist doch quasi alles. Ja, okay, gut. Dann halt nach dem Rennen. Ich werde jetzt ja nicht anders fahren, nur weil ich diese Info habe. Ja, kämpft miteinander. Sehr schön. So will ich das sehen. Und Bottas von Magnussen ist auch gut, weil der Alfa Romeo natürlich ein Ticken schlechter ist als der Haas hier aktuell in unserer Karriere. Und auch Bottas natürlich der stärkere Fahrer ist gegenüber Magnussen, aber trotzdem. Tragt mal euer skandinavisches Duell da aus. Finde ich gut. Wald da oben zieht wieder ein bisschen was zusammen, aber ich gehe echt davon aus, dass wir keinen Regen mehr sehen werden. Und wenn, dann nicht so, dass wir wirklich jetzt notgedrungen noch in der letzten Runden da wechseln müssen. Aber klar, wenn Regen kommt, dann muss ich natürlich aufpassen, weil der Grip wird natürlich abbauen. Ja, passt schon. Merkt aber irgendwie, das Auto ist jetzt deutlich leichter geworden durch den Spritverbrauch. Ja, da müssen wir unbedingt was tun. Das sollten wir echt nicht unterschätzen mit der Treibstoffeffizienz, dass wir einfach schon von Anfang an weniger Sprit mitnehmen können. Ich glaube, das würde uns so einen riesen Vorteil bringen, auch beim Rennstart. Von allem. Auch wenn ich mich da echt nicht beschweren will, das Auto fühlt sich sehr gut an. Sehr angenehm, sehr berechenbar. Auch wenn man natürlich jetzt nicht anfangen sollte, irgendwo unnötig zu pushen oder zu übertreiben. Ich wiederhole mich, Kurve 3. Rechtskurve. Ich mag sie nicht. Das sieht jetzt schon gut zusammen. Aber komm, jetzt brauchst du auch keinen Platzregen hier mehr vom Stapel rufen. Und die kämpfen schön miteinander, das spielt uns so in die Karten, das ist so geil. Beide nominell schneller. Aber weil sie sich nicht einig sind, sag ich. Hör jetzt auf mit dem Scheiß! Alter, Marc, ich feuer dich gleich, wenn du jetzt nicht gleich aufhörst mit diesen Nachrichten. Sieht doch alles gut aus. Ja, oder weniger. Klappe jetzt. Die drei Runden werden wir jetzt wohl noch hinkriegen.
wird wieder mehr als genug. Und sicher, sicher. Come on, eine Runde noch. Hans Piano, wir haben keinen Druck. So mal. Mit vollem Fokus dadurch. Und jetzt hier aufpassen. George. Ja, manchmal muss man einfach auch ein bisschen Glück haben. Und das hatten wir heute definitiv auch. Aber es war einfach auch eine sehr saubere Leistung. Und wir holen verdammt nochmal, auch wenn jetzt der Regen beginnt, zweimal in Folge Punkte, zweimal zwei Punkte. Die nehmen wir sehr gerne mit. Yes! Woo! Wir haben einen Run, den wir jetzt begonnen haben und definitiv hier noch nicht enden wird. Okay, pick up rubber and bring it home. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich auch verdient. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. George Russell übernimmt nach diesem erstklassigen Resultat heute die Führung in der WM. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ich wollte gerade sagen, hat Max Verstappen nicht noch einen Boxenstopp eingelegt und er hat anscheinend nochmal einen eingelegt. Ja, in Anbetracht dessen, dass er dreimal gestoppt hat, ist er verdient Fahrer des Tages. Schiebung! Ja, man sieht es, glaube ich, an der besten Rundenzeit bei mir, dass ich natürlich absolut nicht in dieser Performance-Klasse unterwegs war. Ich meine, dass Alex seine Zeit ein bisschen schneller war und so, ist natürlich auch dem DRS irgendwo geschuldet. Aber ja, es lief einfach super glücklich. Seien wir ehrlich, ein Sprintrennen gehabt, was sehr gut war von mir, sauber geblieben bin, von den Fehlern der anderen profitiert habe, dadurch eine gute Ausgangslage. Heute erstmal, wie ich finde, hinbekommen, einen ganz ordentlichen Start hinzubekommen. Also nicht gleich eine Position oder zwei zu verlieren. Auch in den entscheidenden Momenten die Angriffe gesetzt und sie gut gesetzt. Ja, und dann halt natürlich Glück gehabt, dass ein Gasly, der aufholte, weil man Motorenprobleme bekommen hat, dass ein Verstappen, der von hinten angerauscht kam, wohl sich den Flügel kaputt gefahren hat beim Kampf nach vorne. Dass dann eben Bottas und Magnussen, die klar beide nominell schneller waren, am Ende miteinander gekämpft haben. Fahrer wie in Alonso und Tsunoda, die auch eigentlich schneller könnten, aufgrund einfach ihren Fahrzeugen, die sie fahren, gut, Alonso auch aufgrund, weil es einfach Alonso ist, halt dann auch ein bisschen blockiert haben dadurch und das war für uns halt einfach die Möglichkeit, da vorne irgendwo zu bleiben und das ist ja genau die Aussage, ich wiederhole sie nochmal, wenn alles zusammenkommt, dann kann man auch mal wieder so ein Ergebnis einfahren und ja, was soll ich groß sagen? Bin mega happy, 4 Punkte jetzt aus den letzten 2 Rennen.
So kannst du gerne weitergehen, auch wenn wir natürlich realistisch bleiben müssen und uns eher ja, in diesen Regionen hier bewegen. Aber wenn wir es halt schaffen, eben direkten oder in der Nähe der direkten Konkurrenten zu sein, Alex, Stroll, Vettel, vielleicht auch ein Guan Yu Zhou, so mal einen Haas zu schlagen, hey, dann sind das Top-Ergebnisse aktuell. Und ja, mal gucken, wie die Entwicklung des Fahrzeugs weitergeht. Ich meine, es stehen jetzt einige Updates aus. Toi, 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 dass die mal durchgehen. Na, wenn die natürlich jetzt wie zuletzt alle wieder scheitern, dann geht es nicht so geil nach vorne. Aber ja, wir bleiben positiv. Wir nehmen das mit. Ja, wie gesagt, der Lauf muss jetzt hier nicht enden. Und deswegen freue ich mich. Und ich hoffe, du freust dich auch mit mir gemeinsam. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim heutigen Rennen. Auch wenn es eher taktisch war. Aber es war geil, was das Endergebnis betrifft. Das war auch sehr schön. Ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt noch mit den Highlights. Ich bin jetzt aber raus an dieser Stelle. Wünsche dir ein schönes Restwochenende. Und wir hören uns dann ja, beim nächsten Rennen wieder. Mach's gut und bis dann. Ciao.